Alter, was geht ab, Leute? Hier mit am Start. Tati und Bagisch. Wir chillen hier gerade ein bisschen. Wollen bei Five Guys essen und warten noch auf Nico. In der Zeit können wir schon mal ein Video drehen. Bisschen was Persönliches, Privates. Arbeitstechnisch. Habt ihr ja gehört, dass ich da angesprochen wurde und dann da mehr Geld verdienen sollte, weil die den Vertrag mit uns beenden wollten und sowas. Und jetzt habe ich irgendwie erfahren, also die wollten den Vertrag mit uns beenden und haben mich dann privat direkt angeschrieben und gesagt, yo Hong, wir wollen, dass du danach noch weiter für uns arbeitest und so, weil wir können dich noch gebrauchen und so. Ja. Und anscheinend hat das jetzt doch nicht funktioniert, dass sie den Vertrag mit uns, also uns, der Firma da kündigen. Und jetzt wurde ich einfach so abgeworben sozusagen. Echt jetzt? Jetzt wurde ich eiskalt abgeworben sozusagen, ohne dass ich gecheckt habe. Das ist schon echt krass, Mann. Aber ich kenne viele, die das so machen. Ich war, hatte halt keinen Vertrag, ich bin dort freiberuflich. Ja. Deswegen. Und jetzt ist die Firma sauer, oder was? Jetzt ist die Firma sauer, ja. Auf dich, oder? Auf mich, ja. Das ist aber immer so, Mann. Deswegen, meine Frage an euch, habe ich jetzt irgendwie was falsch gemacht? Gar nicht, Mann. Alter, ich müsste dafür mehr Fakten wissen. Ja, was musst du wissen? Warte, wie jetzt? Was jetzt genau? Was musst du wissen? Okay, ich arbeite für meine Firma, da habe ich davor gearbeitet. Dann habe ich umgewechselt auf freie Mitarbeit. Genau. Und habe mich da um einen Kunden gekümmert. Der Kunde ist ProSieben, kann man sagen. Und die wollten die Zusammenarbeit mit uns, also mit der Firma, beenden. Ja. Und haben mich dann privat angeschrieben. Yo Hong, genau. Wir brauchen deine Arbeit noch. Hättest du Interesse noch weiter also den Job zu machen? Also ist sowas wie Zeitarbeit eigentlich, oder? So Zeitarbeitsfirma, kennst du das so? Nee. Das ist eine Agentur, das ist nichts mit Zeitarbeit. Ja, aber das ist aber eigentlich sowas ähnliches, weil du... Die haben über mich verdient, ja. Ja, genau. Die waren... Ja. Also ich kenn's auch über so Zeitarbeitsfirmen und sowas. Zum Beispiel, also bei BMW macht es und machen ja eins viele, ja. Eigentlich sparen sie, glaube ich, Geld. Aber dann holen sie sich die krassen Leute, ja, und fragen sie halt dann privat, wenn die Verträge auslaufen. Weißt du, was ich meine? Und deswegen hast du, glaube ich, also meiner Meinung nach nichts falsch gemacht. Ja, wo ist jetzt der Fehler? Ich check's nicht. Jetzt bist du doch bei denen, oder nicht? Jetzt bin ich direkt bei denen, ja. Aber wo ist das Problem? Ich check's nicht. Ja, jetzt sagen wir halt mein Ex-Boss mich sozusagen. Ja, was sagt er? Das ist zu krass, oder was? Nein, weil... Ja, warum hat er mich halt angerufen. Ja, genau. Ich habe denen halt geschrieben, die haben halt letzten Monat die Rechnung geschrieben, also diesen Monat wollten die Rechnung für letzten Monat. Ja. Habe ich gesagt, ja, ich schicke die nicht mehr an euch, das geht jetzt direkt am Prinzip. Weil ich dachte, Zusammenarbeit beendet. Und dann, so eine Woche später, ruft mich mein Boss an, ganz normal, also Ex-Boss, Boss. Ja. Macht er Smalltalk und dann kommt er mit diesem Thema, ja, was ist da los, wieso hast du uns die Rechnung diesen Monat nicht geschickt, wieso direkt an die und so bla bla. Und hat voll auf dieses, wie nennt man das, Gewissen da. Voll auf diese Gewissensschiene. Gewissensschiene, ja. Ja, so schlechtes Gewissen eigentlich. Ja, so musst du gar nicht haben. Hä, warum denn noch? Du bist nichts Illegales. Das dachte ich mir auch. Ja, aber dann hätten sie ja nicht mit dir auch vielleicht den Vertrag verlängern müssen, oder? Ich hatte ja keinen Vertrag, das ist komplett frei. Also. Hätten sie auch vielleicht. Hätten die aber warte mal, binden aber, müssen. Nein, aber dann war das auch eigentlich ihr Fehler, weil wenn jetzt ProSieben ja den Vertrag kündigt mit der Firma, ja? Was aber nicht geklappt hat, hat mir mein Boss erzählt. Sie wollten es machen, aber irgendwie rechtlich gesehen, dies das, hat es nicht geklappt. Ja, aber du hast keinen Vertrag mit denen, gar nichts, Mann. Ja, da müsste die Firma auf dich zukommen normalerweise. Ja. Ja. Und vielleicht mal was aushandeln, weißt du? So, hey Hong, pass mal auf, das und das, ja, nicht, dass du uns abhaust oder sowas. Sowas hätten die machen müssen, Mann. Ich würde auch ProSieben nehmen. Ja, schau, ProSieben ist. Nein, schau mal, aber ProSieben ist direkt gekommen, verstehst du? Aber die andere Firma nicht. Ja. Also ja, aber er wusste ja nicht, dass die den Vertrag beenden wollten. Das ist ja. Ja, also sorry, Mann. Das ist alles gut, Mann. Ganz ehrlich, hätte ich auch so gemacht. Ja. Aber hast du ein schlechtes Gewissen, oder was? Nein. Also. Digga, ich verdiene 25% mehr. Aber... Oh, Alter, krass. Er hat mich halt jetzt... Also erstmal dieses eine Gespräch und dann haben wir uns 30 Minuten wirklich echt angeschwiegen. Echt jetzt? So? Er hat nichts gesagt, er wollte... Also das Gespräch hat 30 Minuten gedauert. Ja. Und er diese ganze Gewissensschiene da. Und ich wollte halt nichts sagen, weil... ich wusste nicht, was er wissen darf und was er nicht wissen darf, weil die halt den Vertrag beenden wollten und dies, das. Danach hat er mich zweimal versucht anzurufen. Ich habe es zufällig nicht, wirklich echt zufällig nicht gehört. Und dann hat er mir jetzt auf WhatsApp geschrieben. Und ihr kennt mich ja, wie ich schreibe, dass ich ab und zu aggressiv schreibe, zu... Ja, die Wahrheit halt einfach. Zu direkt bin. Direkt, Mann. Ja. Dimi hatte sich schon beschwert darüber, er war schockiert, wie ich einem Zuschauer geantwortet habe. Meiner Meinung nach aber nicht schlimm, also keine Beleidigung, kein gar nichts. Es war nur ein kleiner Diss. Alles cool. Die Frage ist, wie lange hast du für den Ex-Chef gearbeitet? Oder war er emotional an dich gebunden oder so? Irgendwie? 1,5 Jahre, 2 Jahre. Okay. Ja, hat halt die Emo-Schiene geschoben und so, wie ist das? Ja. Ja, aber das war Nochmal zurück zu mir. Ich habe jetzt auch beim neuen Channel Beef mit jemandem angefangen.
weil ich mich halt in den Kommentaren nicht zurückhalten kann. Mit dem einen da, der da nicht schlafen kann, oder? Ja, sorry, der hat das Video nicht verstanden, Mann. Der hat doch unsere... Also, so, jeder andere hat es ja verstanden, Mann. Ja. Nur ehrlich. Ich verstehe das nicht, oder? Ich verstehe das echt nicht. Deswegen wollte ich hier Live-Reaction über, zu dieser Nachricht, die er mir schreibt. Ich wollte das irgendwie... Tati, der immer sehr diplomatisch ist, das vorliest. Was soll ich? Dem Boss, oder? Ja, vielleicht dann... Also nur das, was er geschrieben hat, oder? Ja, nur das, was er geschrieben hat. Und dann vielleicht zusammen. Okay, kein Problem. Wenn man keinen Groll hegt, ruft man da auch mal zurück, sobald man Zeit hat. Aber das muss natürlich nicht sein. Wie ist denn die Übereinkunft mit von 7 Sports? Sollst du zukünftig immer direkt abrechnen? Also Fragezeichen? So, okay. Ich dachte, es wäre viel ganz anders, was er geschrieben hat. Also ich habe nur die Vorschau gelesen. Also eigentlich relativ... Ja, eigentlich relativ harmlos. Also ich dachte jetzt, er schiebt eins die... Anson-Hate, ja. Ja, aber deswegen, kann er ja gar nicht. Und deswegen wollte ich nicht halt direkt darauf antworten, weil sonst schreibe ich wieder so einen Schmarrn. Nein, also, sag es ja dir, er kann darauf hätte ich eigentlich echt ganz normal machen können. Er kann ja nicht den Hate gar nicht auf dich schieben, weil bisher hast du ja keinen Vertrag mit dem. Wenn du einen Vertrag hättest oder irgendwas, wenn du den Vertrag gemacht hätte, ja, und du hättest den gebrochen sozusagen, ja, dann wäre das ganz was anderes. Ja, dann wäre es ja eindeutig. Oder zum Beispiel, so. Ja, klar, oder, ja aber nein, aber zum Beispiel, wenn es er bei der Firma ist und hat einen Vertrag, ja, und dann kündigt aber ProSieben den Vertrag mit denen offiziell, zum Beispiel, wenn es jetzt dieses Schienen gemacht und dann ihn abgeworben hätten. Genau, ja. Ja? Das zum Beispiel wäre das wäre auch halt. Das wäre auch natürlich. Aber nicht, dass du dich hinten rum beide testen. Das musst du auch aber die Option nachgehen. Aber er hält es ja nicht, sondern er bedauert das echt, dass er halt einen guten Mitarbeiter verloren hat. Ist das ein Inside-Job oder so? Er bedauert halt, dass er über mich kein Cash mehr macht. Ja, genau. Ja. Ja. Okay. Halt jetzt direkt halt. Weißt? Ich muss sagen, das ist echt harmlos. Also ich dachte echt, der macht jetzt, wie kannst du uns nur das antun und so, wie ist das? Und ich wollte echt nicht ausflippen und wieder so einen Schmarrn schreiben, aber so. Aber wie ist es jetzt? Also bist du jetzt bei ProSieben dann fest? Nee, da auch. Oder auch Freelancer? Auch Freelancer, ja. Ach so. Also Rechnung, es hat sich für mich nichts geändert, nur am Ende des Tages schicke ich die Rechnung an jemand anders und ich krieg mehr Geld. Ja gut, du kannst deinem Ex-Chef ein neues Angebot machen. Dann kannst du wieder über ihn laufen, aber dann musst du halt da auch die Kohle stimmen. Ja, das geht nicht, weil zu viel hin und her macht ProSieben, glaube ich, nicht mit. Ja, aber du weißt ja nicht, ja, das ist schon richtig, aber du weißt ja, die verdienen ja eins wie Kohle, Mann. Also so Teilarbeitsfirmen oder sowas, so Agenturen verdienen durch so welche Leute eins wie Kohle, Mann. Das ist Wahnsinn. Ja, bei mir zum Beispiel im Catering ist es ja auch, da holen wir uns auch immer so Service-Leute, Freelancer und so, die haben auch Agenturen. Und wir zahlen eins viel an die Agentur, ja. Obwohl die eigentlich nicht so viel verdienen, also die Servicekräfte. Yeah. Das ist der Wahnsinn, Mann. Und die zahlen aber ernst brutal viel für die. Und ab und zu dann fragen wir dann auch so, wie sieht es denn eigentlich aus? Bist du da krass gebunden oder nicht? Und dann werden wir die halt auch so ab. Ja, es ist, hallo? Yeah, yeah. Es ist freie Marktwirtschaft, yeah, oder? Also nicht. Was ist da los? Ihr zahlt denen dann weniger, als ihr der Firma zahlen würdet, aber die würden immer noch mehr verdienen. Sozusagen. Ja, genau. Ja. Er würde noch mehr verdienen im Grunde, als von der Firma. Genau. Und wir würden aber trotzdem weniger zahlen. Genau so ist es. Genau so ist es momentan. Ja, das ist halt so. Das ist 1:1 genauso. Ja. Und wenn die nicht gebunden sind an so Agenturen, dann hallo? Freie Marktwirtschaft. Hallo? Könnt gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Das ist so mein Stress die Woche hier so gewesen. Absolut richtig, Absolut richtig.